Hallo und herzlich willkommen. Manchmal gehen Vorgänge so schnell vor sich oder eben so langsam vor sich, dass man nicht wirklich erkennen kann, was eigentlich passiert. Hier helfen eben Zeitlupenaufnahmen bzw. Zeitrafferaufnahmen. Ein Beispiel für eine Zeitlupenaufnahme wäre, was passiert, wenn ein Hund nach dem Baden sich schüttelt. Hier erkennt man recht gut, dass die Bewegung vom Kopf ausgeht, sich entlang der Wirbelsäule nach hinten fortzieht und eigentlich der Kopf bereits in Ruhestellung ist, während sich das Becken und der Schweif immer noch schütteln. Ein Beispiel für die Zeitrafferaufnahme wäre das Keimen eines Apfelkeimlings. Tja. Komme später noch dazu, aber dieses Video hat leider nur eine Länge von 4 Sekunden, denn mein Akku hat nicht mitgespielt. Aber man erkennt richtig schön, wie der Keimling aus der Erde kommt und sich dann nach oben streckt. Zuerst die gute Nachricht: Man kann diese Videos ebenfalls mit Smartphone oder Webcam machen, beziehungsweise eben auch mit seiner Digitalkamera, mit der Spiegelreflexkamera oder einer spiegellosen Kamera. Die Zeitlupenaufnahme vom Hund habe ich mit meinem Smartphone gemacht. Die Zeitrafferaufnahme habe ich mit meiner Spiegelreflexkamera gemacht. Dazu habe ich die Spiegelreflexkamera auf ein kleines Stativ montiert, habe die Intervallfunktion eingegeben und habe sie dann eben jeweils alle Stunden ein Foto machen lassen, bis eben der Akku leer war. Worauf man eben achten muss, ist einerseits die Energieversorgung, denn es ist recht deprimierend, wenn dann zu früh der Akku leer ist, beziehungsweise auch der Speicherplatz, denn bei der Digitalkamera habe ich ja standardmäßig eine größere Auflösung eingestellt. Das heißt, meine Bilder sind wesentlich größer, als es in einem Video der Fall wäre. Und ich darf nicht vergessen, das Ganze summiert sich ja. Also ich habe ursprünglich in der Intervalleinstellung eingestellt, dass ich 500 Bilder machen möchte. Es war natürlich nach 59 Bildern dann Ende wegen der Stromversorgung. Aber diese Bilder sollen ja auch Platz finden auf deiner Speicherkarte. Ein Thema ist dann auch noch die Wahl der Bilder pro Sekunde, also die FPS-Wahl. Dazu komme ich aber etwas später noch. Und eben im Falle der Timelapse bzw. Zeitrafferaufnahmen musst du dir noch überlegen, wie lang geht das Ganze und in welchem Intervall fotografierst du. Beim Keimling hätte es wohl kaum Sinn gemacht, alle 5 Minuten ein Foto zu schießen, denn dann hätte man kaum einen Unterschied erkennen können. Die Wahl der Frames. Wichtig ist hier zu wissen, ab 16 Frames pro Sekunde nimmt man nicht mehr als Einzelbilder wahr, sondern nimmt das Ganze dann schon als Video wahr. Standard-Kinofilme arbeiten mit einer Geschwindigkeit von 24 Frames pro Sekunde. Der PAL-Standard arbeitet mit 25 Frames pro Sekunde und der NTSC-Standard mit 30 Frames pro Sekunde. Also PAL und NTSC als Standard sind jetzt nicht mehr so relevant. Wichtig ist die Anzahl der Frames pro Sekunde. Denn ich wähle bei der Zeitlupe die höchstmögliche Anzahl von Frames. Und zwar, weil ich dann einfach pro Sekunde mehr Bilder mache und diese Bilder dann einfach strecken kann, beziehungsweise die Bilder länger anzeigen kann. Das ist dann jeweils ein Vielfaches der Standard-FPS-Zahl. Das heißt, im PAL-Standard 25 Frames pro Sekunde wäre ein Vielfaches eben 50, 100, 200 Frames pro Sekunde. Im NTSC-Standard wären es 30, 60, 120 oder 240 Bilder pro Sekunde. Das führt nämlich dann zu folgender Überlegung. Wenn ich eine Aufnahme mache mit 100 Frames pro Sekunde und die ist dann 1 Minute lang, dann habe ich im Endeffekt 6000 Einzelbilder. Wenn ich diese 6000 Einzelbilder mit 25 Frames pro Sekunde Geschwindigkeit wiedergebe, habe ich ein Video von 4 Minuten Länge. Das heißt, mein Video ist um ein Viertel langsamer, beziehungsweise ist auf ein Viertel Geschwindigkeit verlangsamt worden und ich kann schon relativ gut Dinge wahrnehmen, die dort passiert sind.
Würde ich das Ganze aber auf eine Frames per Second Anzahl von 16 Frames zurückschrauben, dann hat das gleiche Video eine Länge von 6 Minuten und 15 Sekunden, ist also auf weniger als ein Sechstel quasi von der Geschwindigkeit reduziert, und ich kann noch genauer beobachten, was sich da eigentlich tut. Beim Zeitraffer ist es relativ ähnlich, also da ist auch die Berechnung der Bilder interessant, denn wenn ich ein Bild pro Stunde mache, so wie bei meinem Keimling, dann ergibt das 24 Bilder pro Tag. Bei mir war leider nach circa 2,5 Tagen der Akku leer, deshalb bin ich nur auf 59 Bilder gekommen. Wenn ich diese 59 Bilder jetzt aber wiedergebe, dann habe ich bei mir zum Beispiel in der Nachproduktion die 59 Bilder ins Schnittprogramm hineingeladen und das Ganze so weit gedehnt, dass ich 14,75 Bilder pro Sekunde anzeige. Damit ist mein Video auf eine Länge von 4 Sekunden gewachsen, und ich kann es dir noch einmal zeigen. Wenn du genau schaust, merkst du, dass es sich wirklich nur um eine Aneinanderreihung von Einzelbildern handelt. Also es ist nicht so flüssig, dass man es als Video wahrnehmen könnte. Und mich erinnert es ein klein wenig an die Anfangszeiten im Film, wenn Monster animiert wurden. Denn die waren dann auch immer so leicht ruckelig. Aber eben, je mehr Bilder ich gehabt hätte, desto länger wäre das Video geworden, und ich hätte eventuell auf 16 Bilder pro Sekunde Geschwindigkeit hochschrauben können, dann wäre das Ganze etwas flüssiger geworden, hätte mehr nach einem Video ausgesehen. Aber ich denke, um eine Zeitrafferaufnahme wiederzugeben, beziehungsweise um zu zeigen, wie der Apfelkeimling aus der Erde kommt und sich dann emporrankt, reichen diese 14,75 Bilder pro Sekunde genauso. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein wenig weiterhelfen. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie mir in die Kommentare. Tja, gib mir einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche hier auf diesem Kanal wieder begrüßen könnten. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß.